Recht herzlich willkommen zur 160. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir wollen uns diese Runde mit den Action Groups beschäftigen. Dafür müssen wir unsere Rakete einmal laden. Ja, hier ganz unten war die nicht. Die war irgendwo dann eingeordnet. Duna ohne Wiederkehr oder so ähnlich. Da ist sie. Laden. So, und dann ist es mit den Action Groups hier oben zu machen. Und wenn wir da oben sind, dann sollten wir etwas definieren. Und zwar wäre die Definition natürlich, dieses Ding hier loszuwerden. Jetzt funktioniert das irgendwie noch nicht, oder wie sehe ich das? Ja, ich müsste Alt drücken, stand da. Ah, aufklicken ist es einfach. Okay, ich dachte jetzt, es wäre nicht draufklicken, sondern. So, dann klicken wir da drauf. Das muss entfaltet werden. Ja, entfalten. Das heißt Reset, weiß ich nicht. Entfalten, das soll dann abgesprengt werden. Aerodynamischer Schutz, der wird entfaltet und dann kommt dieses dran und Solarmodul ausfahren sollte auch da rein. Gut, das haben wir dann auch. Und kann man hier was machen? Daten übertragen? Nee, das brauchen wir nicht. Ja, das ist ja schon fast dann alles, ne? Vielleicht dieses hier noch öffnen. Ja, aber das ist Türen ein aus Science Junior. Ne, das brauchen wir nicht, das machen wir dann weg. Photodynamischer Schutz entfalten und Photovoltaikmodule ausfahren. So, das sollte dann das sein. Hatten wir da noch irgendwas, was damit rein muss? Ich glaube dann nicht. Ne, das war alles, oder? Einmal da näher ran. Die Sachen, nö, das ist ja im Prinzip das. Und ja, das ist schon alles. Und das sollte auf Taste 1 liegen. Und jetzt können wir das mal testen, ne? Starten wir das doch mal, oder? Das war das, was der Dralo mir gesagt hatte, dass ich das mal tun soll, glaube. So, und dafür gehen wir da mal näher ran. So, und dann sehen wir das, wenn wir jetzt die Action Group drücken, ne? Ja, genau das wollten wir. Das ist doch super cool, oder? Ja, super. Ja, Weltraumfahrzeug wieder bergen und fertig. Haben wir jetzt zwar ein bisschen Geld für ausgegeben, aber es funktioniert, oder? Das ist das Entscheidende. Das Geld kriegen wir ja wieder. Und das war's dann schon in der Hinsicht. Dann würde ich hier nochmal gerne reingucken. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Touristen in Vulkanen, führe Observation, Untersuchung von Minmus durch, stelle eine Flagge auf Minmus auf, befördere einen Touristen sich an ihre Ziele. Suchen vor Körben durch Minmus, Minmus, Sonne. Okay, das ist also geklärt. Da haben wir unsere Ziele nur. Dann gehe ich mal zurück. Action Groups haben wir getestet. Wie gesagt, ich nehme diese Folge schon im Vorhinein aus. Die Antworten, die da kamen, dass noch irgendwas zu machen ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen mehr. Einfach aus dem Grunde, weil wir definitiv da, ich definitiv da nicht da bin und deswegen vorweg aufnehme. Gott, das hatten wir schon. So, das war da, das war da. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich jetzt in dieser Folge machen kann. Die Action Groups haben wir gesagt, machen wir. Ja, und dann ist es halt, die Geschichte ist die Rakete startklar. Eigentlich müsste es so sein, dass wir da eigentlich schon mit der jetzt in Orbit fliegen können, oder?
Die Werte hatten wir gecheckt. Wir sind bei 1,5 mit der Endstufe. Weiß ich nicht, was noch ist. Ich glaube, es ist nichts sonst. So, das wäre eigentlich das, was ich dann mit der Kiste machen wollte. Die können wir nochmal speichern. Und dann ist er eigentlich schon Test bestanden. Warum sollten wir eigentlich nicht starten im Endeffekt, ne? Oder? Wäre jetzt irgendwie... Ach so, habe ich das hier alles richtig aufgebaut? Das passt. Das passt auch. Der ist über sozusagen, weil der fliegt ja gleich schon vorher weg. Wenn wir... Ach nee, warte mal. Da müssen wir mal gucken, wann der los ist, ob wir das, ob wir den händisch machen oder... Ja, und dann ist das dran, ne? Okay. Ja, muss ja so sein, ne? Dass das dann wegfliegt und dann, ja genau, das ist, genau so ist es. Gut, und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir eigentlich vollen Schub hier geben können. Dass wir das SAS einschalten. Und dann eigentlich loslegen, dass wir in Orbit kommen, oder? Nochmal kurz nachdenken, ja, das musste eigentlich gehen. Und verbessert war sie auch und das sollte eigentlich optimal sein. Deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1, go! So, korrigieren wir gleich schon in die Richtung. So, wir müssen gerade hier rein und checken, wo das ist. Und das auch richtig sehen. So, da geht sie hoch, das ist auch klar. Können schon weiter rum. So geht das schon ganz gut, denke ich. Gewinnen wir an Höhe. Okay. Hm. 5000, 6000. Ist auch noch reichlich drin hier, ne? Ja, gewinnen wir schon an Höhe. Werden auch immer schneller, ne? Ist auch noch dazu kommt. Also jetzt die 25, das ist das, was der Dralo ja sagte. Da sind wir schon ohne Atmosphäre mit dem nächsten Triebwerk gleich unterwegs. Gucken wir hier nochmal. 40. Ich glaube, wir können noch weiter rum. Ja, das geht jetzt ratzfatz hier, ne? Können wir schon gleich vertikal fliegen? Da sind wir schon, vertikal zu fliegen. Wir haben schon die Höhe erreicht. So, jetzt sind das schon 82, okay. Ja, das ist gut so, dass wir gerade hier Triebwerk aus haben. Dann kommen wir da gleich hin. Spulen wir gerade ein Stück vor. Weil sonst ist das mit dem Ding ins die Orbit herstellen etwas schwierig. Ne? Aber jetzt sind wir natürlich hier total durcheinander. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist richtig, ne? Ist das noch... Die mal weg. Jetzt dreht sie sich schon richtig, okay. Auch manuell wieder umstellen. Wir wollen ja nur erstmal einen Orbit haben, ne? Da brauchen wir nicht mehr an Höhe gewinnen. Tun wir aber noch. Naja, ist dann halt so. Aber ist auch nicht ganz so schlimm, nicht so wild, ne? Jetzt müssen wir erstmal... Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier wieder da aufruschen. Machen wir weg.
10 vorspulen. Und dann wieder voll Power geben da, ne? Ja. Action Groups, ne? Ist gefragt. Das können wir schon machen. Wir sind ja im All. Definitiv, damit wir Strom kriegen. Das hätte auch schief gehen können, oder? Wir müssen jetzt noch wieder Schub geben. Z nicht, sondern X. Alles klar. Ist das schon jetzt passend hier, ne? Ah, ja. So. Da kommt auch schon unsere Periapsis. Und können wir erstmal so stehen lassen. Sind wir erstmal schon mal gut unterwegs, denke ich, oder? So, jetzt müssen wir gucken, wo wir da sind. Das ist die Frage, ne? Jetzt mal raus. Gucken, wo Duna ist. Okay, Duna ist wohl auf der Seite. Da ist Duna. Als Ziel setzen, ja. Das ist definitiv klar. Und dann müssen wir jetzt hier Manöver hinzufügen. Jetzt ist die Frage, wo das ist. Na, dann gehen wir nochmal rein. Ich weiß jetzt auch nicht, ich muss jetzt das Mausrad hier so drehen, aber ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich auch nicht. Ich würde das jetzt mal hier hinsetzen erstmal. Mal raus aus der Geschichte. Und dann gucken, ob wir da irgendwo nach Duna hinkommen, wenn wir das hier so rausmachen jetzt. Erstmal größer. Oh, das ist ja schon reichlich, ne? Also das wird es nicht sein. Ich glaube, da müssen wir erstmal zurück. Irgendwo da. Stopp. Was sagt mir das jetzt? Da sind zwei Marken, die muss ich jetzt übereinander bringen, oder über das. Ja, aber wie? Gute Frage, ne? Ne? Oh, das ist es nicht. Geht das so? So geht das nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, das ist auch nicht. Gute Frage, wie das geht, ne? Kein blassen Schimmer. Wie sind überhaupt hier unsere Inklinationen? Also 0,2. Okay, das wäre aber erstmal in einem Bereich, wo ich sagen könnte, kannst du trotzdem hier erstmal dein Orbit kriegen, oder? Nee, das ist es definitiv nicht. Eher so rum. Ach, warte mal, was wir noch machen können, ist natürlich hier mal den Kreis anpacken, ne? Vielleicht ist es ja auch das. Was ist da jetzt? Nee. Irgendwo, da muss er aber sein, ne? Da ist es wieder. Ist jetzt aber schlechter, besser, weiß ich nicht. Ja. Ne, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das mit diesen Marken funktioniert. Oh, das war verkehrt auf jeden Fall. Shift-Taste darfst du nicht drücken. Irgendwie gab es etwas, wo man das Feintuning machte. Ach, Caps Lock war das, glaube ich, ne? Okay. Also viel zum Thema. Wir bauen uns eine
So, ne? So ist am besten immer. Weg und noch mal reinzoomen. Hier hatten wir das und das. Manöver hinzufügen. Noch mal raus. Jetzt werden wir da ein bisschen mehr sehen. Erstmal rausschicken hier. Okay. Obwohl, das sieht eigentlich schon so aus. Ach so, okay. Ach so, okay, jetzt. So, da sind wir eigentlich schon zu weit raus. Da haben wir jetzt wieder eine Marke. Und jetzt müssten wir mal gucken, dass wir unseren Dingens ein bisschen verschieben. Geht das? Nicht näher rein, doch. Den hier ein bisschen. Mal. Sehe ich das jetzt, ist die Frage. Da habe ich. Ach, da habe ich den. Wer ist das jetzt hier? Der Mund ist im Weg. Okay. Ist natürlich äußerst schlecht, wenn ich jetzt den Mund da noch zwischen habe, ne? Wo bin ich jetzt unterwegs überhaupt? Irgendwie auf dem Sonnenorbit wahrscheinlich, ne? An sich zentrieren. Nee, da ist er nicht. Das heißt, wir sind da unterwegs, brauchen den und müssen den verschieben. Also ich tippe mal in die Richtung, ne? Jetzt habe ich den Mund im Weg. Das ist schlecht. Okay, jetzt. Na, jetzt muss ich da mal raus. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach da, okay. Das heißt, ich muss jetzt definitiv noch mal mehr. Ist das der richtige oder der richtige? Oh, das ist wieder so eine Geschichte, die kann ich schon wieder gleich ganz vergessen hier. Oh. So, nochmal einsetzen. Manöver hinzufügen, raus. Das ist direkt auf Kollisionskurs mit dem Mund. Und da bin ich Richtung Dingens unterwegs jetzt. Okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt muss man nur den finden, den Kollegen, ne? Tut sich irgendwas? Sieht nicht so aus. Jetzt sind natürlich hier die Klamotten alle an, die ich jetzt erstmal nicht brauche. So, jetzt sieht es auch schon besser aus. Hier jetzt irgendwo runden, das ist jetzt der Mund im Weg. Das heißt, wieder nach da. Und lass mal das anders zentrieren. Da ist der Mund. Das ist schlecht. Da ist wieder der Mund, wahrscheinlich. Ah, warte mal, jetzt haben wir es vielleicht besser. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich ihn finde.
Und da ist wieder diese Marke. Zielposition bei kürzester Entfernung. Kürzeste Entfernung. Ja. Nee. Wird das jetzt besser? Eigentlich schon, ne? Aber ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Okay. So, und jetzt ist es... Was sagt mir das jetzt, ne? Gute Frage. Ah. Ich glaube, da haben wir es. Dahin an sich zentrieren, passt, dann reinzoomen und dann muss ich irgendwo mal eine Linie sehen. Da ist sie doch. Und die müssen wir jetzt noch ein bisschen korrigieren, ne? Ist erstmal in der Höhe, glaube. Okay. Nee. Nochmal da. Gut. Ne, der war es nicht. Den grünen brauche ich. So ist gut. Dann nochmal den grünen. Wie weit ist denn das noch weg? Reicht noch nicht. Ja. Sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Oh, das war ganz schlecht. Warum kriege ich ihn jetzt nicht einfach angeklickt? Hallo? Was ist das jetzt für ein Shit? Jetzt ist mir die Marke abgehauen. Warum kriege ich den jetzt nicht wieder rein? Das brauche ich nicht. Das ist einer vor, das ist einer zurück. Das ist doof. Ich will doch nur meine Marke jetzt haben. Mann. Warum ist das jetzt so doof gewesen? Na, jetzt geht's wieder. Das ist echt jetzt doof. Muss ich erst Luna wieder finden. Da ist er. Da drauf zentrieren. Ach Mann, ey. Und jetzt geht's wieder nicht mehr. Pass auf. Doch, jetzt geht's. Ist nur die Frage. Der Grüne war's. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Oh, nee, ne? Das ist jetzt richtig ärgerlich, oder? Ja, gut, das ist dann wohl erledigt. Den finde ich nicht wieder. Den Anhaltspunkt. Können wir nochmal neu machen wahrscheinlich. Wo ist er jetzt? Achso, der stößt jetzt gerade wieder vom Mund. Der mir wahrscheinlich gerade den Weg blockiert und deswegen geht das nicht, oder was? Ah, schade. Ich denke mal,
Für den, ja, das Ziel hier, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Das ist in dieser Folge dann noch nicht machbar. Gut, okay, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.